wir haben in der grün-roten Landesregierung uns dafür entschieden, Nachhaltigkeit zum zentralen Entscheidungskriterium unserer Regierungstätigkeit zu machen, in mehrfacher Hinsicht, sowohl ökologisch wie ökonomisch als auch sozial. Und wir haben in dem Zusammenhang einen Beirat für nachhaltige Entwicklung auf die Beine gestellt, der unter Leitung des Ministerpräsidenten regelmäßig tagt. Das sind Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft drin, unterschiedliche Bereiche, sei es Kultur, sei es die Kirchen, sei es die Umweltverbände, aber auch Wirtschaft, Gewerkschaften und andere. Und hier tun wir uns, was die wichtigen Themen betrifft, abstimmen. Und hier versuchen Baden-Württemberg in den ganzen Fragen der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln und Baden-Württemberg hier in den kommenden Jahren auch ein Signet der Nachhaltigkeit auch zu geben und da damit uns den Stempel aufzudrücken in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt in diesem Jahr begonnen mit einer Nachhaltigkeitstour in drei Städten, nämlich Freiburg, Heidelberg und Ulm, und präsentieren da all die Themen rund um die Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben, nämlich hier in Freiburg das Thema Energie und Klima, in Heidelberg all die Palette, die große Palette rund um das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und dann in Ulm schließlich das Thema Ressourceneffizienz, was eine wachsende Bedeutung gerade in einem Industrieland wie Baden-Württemberg bekommt, wo es keine Rohstoffe gibt. Und man kann jetzt, glaube ich, schon sagen, dass das eine richtige und gute Entscheidung war, wenn ich sehe, wie groß die Beteiligung hier auch von den verschiedenen Initiativen in den verschiedenen Themen ist.